Wir sind mitten im Thema jetzt in der nächsten Runde. Ihr habt es auf dem Bild gesehen, am Text gehört. Es geht in der nächsten Runde um Krieg. Ich habe zuerst überlegt, soll man das Thema gleich an Anfang nehmen, weil es ja doch sehr unseren Alltag prägt. Aber wir haben jetzt mal den anderen Einstieg gewählt. Wir schauen jetzt in Richtung Ukraine, in Richtung Russland, über diese Ereignisse. Und wir haben heute einen echten Spezialisten in unserer Mitte. Es ist ein Lehrbeauftragter der Universität Wien. Wir haben in unserer Mitte Professor Dr. Peter Bachmeier. Er hat sich bereit erklärt, zu uns zu sprechen über das Thema die Ukraine als Dreh- und Angelpunkt im Krieg gegen Russland. Professor Bachmeier ist geboren 1940 in Wien, ist verheiratet, eine Tochter, zwei Enkelkinder, hat seine Matura gemacht am Stiftsgymnasium Admont, 1960 bis 1968 ein Studium in Slawistik der osteuropäischen Geschichte an den Universitäten Graz, Belgrad und Moskau. Dann folgten 1968 bis 1970 ein postgraduales Studium der Politikwissenschaft am Institut für höhere Studien in Wien. Er ist Mitarbeiter und Vorstandsmitglied des österreichischen Ost- und Südosteuropa-Instituts in Wien. Er ist Redakteur einer Zeitschrift und einer Buchreihe des Instituts. Seine Forschungsschwerpunkte: Russland, Ukraine, Weißrussland, Bulgarien und Serbien. Auch ist er seit 2006 Präsident der österreichischen Weißrussischen Gesellschaft. Er ist freier Publizist. Im Februar, am 8. dieses Jahres, hat er teilgenommen an einer Fernsehdiskussion im Kanal 1. Ich darf Sie schon mal hochbitten, Herr Professor Bachmeier. Er hat dort im Kanal 1, im russischen Fernsehen, hat er zum Thema 70 Jahre Konferenz von Jalta, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gesprochen. Zu uns sprechen Sie. Herzlichen Dank, dass Sie da sind, Professor Bachmeier. Wie gesagt, zum Thema Ukraine. Dreh- und Angelpunkt im Krieg gegen Russland. Meine Damen und Herren, zunächst herzlichen Dank für die Einladung zu dieser sehr interessanten Veranstaltung. Bei Herrn Sasek und seinen Mitarbeitern, ich gratuliere zu der ausgezeichneten Organisation dieser Veranstaltung. Es ist sehr interessant für mich. Ich habe vor einem Jahr zum ersten Mal Bekanntschaft mit Klagemauer TV gemacht. Im Zusammenhang mit der Ukraine, und ich war überrascht und sehr beeindruckt von der Qualität der Berichterstattung. Und die Ukraine ist an sich ein wichtiges Thema, derzeit geopolitisch eines der wichtigsten, und es ist mit diesem Thema so wie mit den anderen, über die wir heute gesprochen haben, dass die Medien darüber sehr einseitig oder direkt falsch berichten und dass es deshalb sehr wichtig ist, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Und ich möchte versuchen, in meinem Vortrag das Bild, das von der Ukraine, von dem Konflikt und auch von Russland gezeigt wird, richtig zu stellen und Ihnen bessere Informationen zu vermitteln. Ich habe mein Thema die Ukraine als Dreh- und Angelpunkt im Krieg des Westens gegen Russland genannt. Das ist ein Zitat des bekannten amerikanischen Politologen und Sicherheitsberaters Zbigniew Brzezinski, der in seinem Buch Die einzige Weltmacht von 1997
die Ukraine so bezeichnet hat, als Pivotal Point, als Dreh- und Angelpunkt. Wenn man Russland bezwingen will, muss man zuerst die Ukraine angreifen. So argumentiert er, denn ohne die Ukraine ist Russland keine eurasische Großmacht mehr. Das ist die These von Brzezinski. Das steht auch hinter dem Angriff der USA auf die Ukraine, die letzten Endes ein Angriff auf Russland ist. Und ich möchte in dem Zusammenhang mit der Geschichte beginnen. Wir haben einige Zeit und wenn Sie gestatten, möchte ich das Geschichtsbild richtig stellen, denn auch dieses wird völlig falsch in unseren Medien dargestellt. Die Ukraine hat vor dem 20. Jahrhundert weder als Staat noch als Begriff existiert. Das ist die Grundtatsache, von der wir ausgehen müssen. Vor 1000 Jahren war ganz Osteuropa eine Einheit, die Kiewer Russland genannt wurde, Kiewskaja Rus. Es war ein Bund von Fürstentümern, die eine ostslawische Sprache gesprochen haben, eine Vorläuferin des heutigen Russischen, die von Byzanz aus, von Konstantinopel christianisiert worden sind und die eine gemeinsame Kultur verbunden hat. Im Jahr 988 wurde das Volk von Rus, also Rus war die Bezeichnung des Landes und auch des Volkes, aus dem dann Russland, Ruski entstanden ist. Das Volk der Kiewer Rus wurde an einem einzigen Tag im Dnjepr auf Befehl des Fürsten Wladimir getauft. Das war der Ursprung der Christianisierung des russischen Volkes. Dieses Kiewer Russland hat bis zum 12. und 13. Jahrhundert existiert und wurde dann nach einer Zwischenperiode, dem Mongolen-Einfall, ein Teil des polnisch-litauischen Staates. Ich zeige dann noch ein Bild davon. Im 17. Jahrhundert hat sich in der heutigen Ukraine ein kleiner Staat von freien Bauern gebildet, sogenannten Kosaken, unter denen man meistens ein Reitervolk versteht, die aber keine Leibeigenen waren und die gegen die polnischen Feudalherren gekämpft haben. Und im Jahr 1754 hat der Hetman, also der Führer dieser Kosaken, Bogdan Chmelnitsky, der, wie gesagt, gegen die Polen gekämpft hat, also gegen den polnischen Feudaladel, ein Ansuchen an den russischen Zaren um Aufnahme in das russische Reich gestellt, das positiv erledigt wurde. Seit damals ist also ein Teil der heutigen Ukraine ein Teil Russlands. Sie wissen wahrscheinlich aus der Geschichte, dass im 18. Jahrhundert Polen, genauer gesagt Polen-Litauen, geteilt wurde, weil der Staat nicht mehr funktioniert hat. Darauf kann ich jetzt nicht genauer eingehen. Und der größte Teil ist dann zu Russland gekommen, ein anderer Teil zu Preußen und ein kleiner Teil zu Österreich-Ungarn.
Galizien und die Bukowina erst nach dem Ersten Weltkrieg wurde im Jahr 1920 die ukrainische Sowjetrepublik gebildet. Das ist eine Karte des Kiewer Russlands, wie es 3 bis 4 Jahrhunderte existiert hat. Ich kann auf die Details nicht eingehen, aber Sie haben einen gewissen Eindruck davon. Es war ein Bund von Fürstentümern von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Das war der polnisch-litauische Staat, der ungefähr auf demselben Gebiet existiert hat und der dann im Süden auch vom Osmanischen Reich bedroht wurde. Und der Süden Russlands mit der heutigen Krim war auch eine Zeit lang dann ein Teil des Osmanischen Reiches. Sie sehen einen Teil, der schon vor 1654 russisch wurde im Norden, dann dieser Kosakenstaat, der im Jahr 1654 von Russland, der auf eigenen Wunsch des Hetmans Bogdan Chmelnitsky, sich an Russland angeschlossen hat. Die anderen Gebiete südlich, die hier etwa rosa eingezeichnet sind, die wurden unter Katharina der Großen im 18. Jahrhundert als Neu-Russland bezeichnet, und die waren also ein Teil Russlands und wurden dann nach dem Ersten Weltkrieg erst im Jahr 1922 der ukrainischen Sowjetrepublik zugeteilt, und ganz im Westen waren die österreichischen Kronländer Galizien und Bukowina, die etwa 150 Jahre lang bei Österreich-Ungarn waren und in der Zwischenkriegszeit bei Polen, und die praktisch erst seit Ende des Zweiten Weltkriegs der Ukraine angeschlossen wurden durch das Ergebnis des Zweiten Weltkriegs. Und die Krim wurde im Jahr 1954 durch einen Beschluss des ukrainischen ersten Sekretärs der KPDSU, Nikita Chruschtschow, der Ukraine geschenkt, wie man sagt. Das war natürlich kein wirklich verfassungsgemäßer Vorgang, aber danach hat damals wahrscheinlich niemand gefragt. Die Ukraine war ein Projekt, wie man das bezeichnen kann, das im 19. Jahrhundert beginnt und zunächst unter polnischer Führung, also der polnische Staat hat ja bis zum 18. Jahrhundert noch existiert, und Anfang des 19. Jahrhunderts hat ein polnischer Philologe, Kulisch, eine Grammatik der ukrainischen Sprache verfasst. Er hat als Basis die Volkssprache genommen, die es ja wirklich gegeben hat und die unterschiedlich zum Russischen war, also ein Dialekt, aber das kennen wir auch von der deutschen Sprache, und hat also eine Reihe von polnischen Ausdrücken eingefügt, und es hat verschiedene Bestrebungen dann vor allem von Österreich-Ungarn gegeben, die Selbstständigkeit der Ukrainer, des ukrainischen Volkes zu betonen. Noch im Jahr 1848, also während der Revolutionen in Europa, der nationalen Erhebungen, hat sich in Lemberg, ukrainisch Lviv, ein russischer Rat gebildet, Ruska Rada, der die Interessen des russischen Volkes, wie man gesagt hat, vertreten sollte. Der österreichische Statthalter Graf Stadion hat das
Ansuchen dieses Rates wohlwollend entgegengenommen. Er hat gesagt, die österreichische Regierung betrachtet das positiv und wird das Volk unterstützen in seinen Rechten. Also gemeint war damals vor allem gegen die polnischen Feudalherren. Aber er hat einen Einwand gehabt, nämlich die Bezeichnung Russen, russischer Rat, das könnte missverständlich sein. Also er würde vorschlagen, die lateinische Bezeichnung Ruthenen zu wählen, was auch geschehen ist. Also in Österreich-Ungarn haben die heutigen Ukrainer Ruthenen geheißen. So ist es bis 1918 geblieben. Die Ruthenen waren relativ loyal, also sie waren kaisertreu. Und die Österreicher haben nicht viele Probleme mit ihnen gehabt, im Gegensatz zu anderen Völkern. Der Erste Weltkrieg war sehr, sehr schwierig. Es wird jetzt zu viel darauf einzugehen. Also es war Krieg und es war auch ein Krieg gegen Russland. Und die Ruthenen waren also in einem Konflikt zwischen ihrem Volksbewusstsein und der österreichischen Staatsmacht. Auf der anderen Seite, also das Russische Reich war mit der Entente verbündet. Das kann man aber noch alles erklären. Was für mich ein gewisses Problem ist, ist die Gründung der ukrainischen Sowjetrepublik, warum die Bolschewiki diese Republik gegründet haben, ist nicht ganz klar. Also ihre Stoßrichtung war zunächst gegen den Zarismus, gegen das Russische Reich. Also sie wollten die zaristische Macht zerstören, haben deshalb das Selbstbestimmungsrecht der Völker verkündet. Finnland wurde unabhängig, eine Reihe von anderen Ländern, die baltischen Länder wurden unabhängig. Die bolschewistische Regierung hat ihnen großzügig die Freiheit gegeben. Die Ukraine, die heutige Ukraine, wollten sie nicht hergeben, aber sie haben dafür einen eigenen Staat gegründet und haben den ukrainische Volksrepublik genannt, Sowjetrepublik. Es wurde zunächst auch die ukrainische Sprache, aber ab 1930 doch wieder die russische Sprache eingeführt. Es gibt da eine Reihe von historischen Problemen. Das würde uns jetzt zu weit führen. Wichtig ist im Jahr 1929 die Gründung der Organisation Ukrainischer Nationalisten, OUN. Die haben einen militärischen Zweig gehabt, UPA, der UPA, das heißt Ukrainische Aufständische Armee. Unter der Leitung von Stepan Bandera, das war der Führer der ukrainischen Nationalisten, der dann auch im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat, vor allem gegen die Sowjetunion, aber auch gegen Polen, gegen die Juden und auch gegen Deutschland. Also es ist das politische Programm der UPA ist nicht leicht zu verstehen. Sie haben Massaker angerichtet. Sie sind an vielen Untaten schuld. 1944 hat sich die deutsche Wehrmacht aus diesem Gebiet zurückgezogen und die UPA wurde dann weiterhin von den USA unterstützt. Und das ist auch nach dem Zweiten Weltkrieg so geblieben. Die Ukraine war das wichtigste Land überhaupt in ganz Osteuropa für die USA. Für den amerikanischen Geheimdienst. Es hat ein eigenes Kulturprogramm gegeben, ein Literaturprogramm. Es wurden Millionen von Büchern und Zeitschriften in ukrainischer Sprache gedruckt. Ich möchte aber auf die kulturellen und sprachlichen Verhältnisse noch einmal genauer eingehen. In einer Untersuchung des Kiewer Philologischen Instituts wurde die tatsächliche Umgangssprache erhoben.
in der Ukraine, wobei sich herausstellt, dass der äußerste Westen des Landes ukrainisch, nur ukrainisch spricht, der äußerste Osten nur russisch und dass es dazwischen eine ziemlich breite Region gibt, die eine Mischsprache, sogenannte Surjik, sprechen, ukrainisch und russisch. Und das führt auch zu einer politischen Spaltung, wobei der Westen und der Osten relativ eindeutig sind. Also der Westen, der ukrainisch spricht, ist antirussisch und pro-westlich. Der äußerste Osten spricht russisch und ist pro-russisch. Und dazwischen ist eine ziemlich breite Region, die russisch und ukrainisch spricht, aber eigentlich Russland gegenüber nicht feindselig eingestellt ist. Zu den Westukrainern möchte ich noch sagen, dass das keine Verurteilung des Volkes sein soll. Also sie machen auf mich immer einen sehr guten Eindruck, sie sind gebildet, also jetzt kommen Schulklassen nach Wien, sie sind sehr diszipliniert, musikalisch, singen Lieder, sie haben eine gute Erziehung. Ich glaube nur, dass sie indoktriniert sind und dass sie Illusionen haben. 1991 wurde die Sowjetukraine unabhängig, hat sich unabhängig von Moskau gemacht und hat im August gleich im Anschluss an den damaligen Putsch in Moskau ein Referendum durchgeführt, das also zu 85% oder 90% für die Unabhängigkeit ausgegangen ist. Aber es hat mehrere solche Abstimmungen gegeben, also im März desselben Jahres hat es noch noch von Gorbatschow veranstaltet, ein Referendum in der gesamten Sowjetunion gegeben. Die Frage hat gelautet, sind Sie für die Unabhängigkeit im Rahmen eines gemeinsamen sowjetischen Staates, und haben 70% in allen Gebieten, allen Republiken der Sowjetunion mit Ja gestimmt. Also diese Abstimmungen kann man verschieden deuten und kann man manipulieren, aber die ukrainische Nomenklatura, also die Spitze der Kommunistischen Partei der Ukraine, wollte sich von Moskau lösen und hat sich an den Westen gewandt, hat auch Zusagen bekommen, und macht, also die politische Klasse der Ukraine macht seit 1991 eine pro-westliche Politik. So auch während der Zeit von Janukowitsch so. Also Janukowitsch hat keine russische Politik gemacht, sondern er war ein Vertreter der Oligarchie der Ostukraine. Seit 1991 die Verfassung des neuen Staates wurde übrigens von dem schon erwähnten Brzezinski entworfen. Seit damals haben die internationalen Finanzorganisationen und Konzerne einen entscheidenden Einfluss in der Ukraine. 1992 ist das Land dem Internationalen Währungsfonds beigetreten. Im Jahr 2008 der Welthandelsorganisation. Das hat zu einem beträchtlichen, man kann sagen katastrophalen Niedergang der Wirtschaft geführt. Also das, was sich vielleicht die Nomenklatura und was sich viele, viele Menschen in der Ukraine vorgestellt haben, dass es mit der Hinwendung zum Westen zu einer Anhebung des Wohlstands kommt, dass man nicht nur den Lebensstandard, den es immerhin auch in der Sowjetunion gegeben hat, behalten kann und dazu noch die Freiheit gewinnt, das ist nicht eingetreten.
Es ist praktisch zu einer weitgehenden Zerstörung der produktiven Wirtschaft gekommen und zu einem sehr starken Einfluss der internationalen Konzerne. Das ist nur ein Beispiel dafür. Auf dieser Grafik sehen Sie den Niedergang der Produktion bis zum Jahr 2013, also bis vor den letzten Ereignissen auf dem Maidan. Also das Bruttoinlandsprodukt ist im Vergleich zum letzten Jahr in der Sowjetunion auf 68% gesunken, die Stromproduktion auf 65%, Stahlproduktion auf 43% und die Forschung in der Industrie auf 30%. Man kann dazu noch sagen, dass die Ukraine nach 73 Jahren in der Sowjetunion zwar eine Diktatur war, aber zuletzt hatte sie trotzdem eine moderne Industrie in allen Bereichen und hat eine Reihe von Universitäten gehabt und eine hochstehende Wissenschaft im Rahmen der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften. Den Niedergang sieht man auch im Rückgang der Bevölkerung. 1988 hat die Ukraine 52 Millionen Einwohner gehabt. Heute hat sie, das ist die offizielle Statistik, 43 Millionen. Wobei, Sie wissen, ein Teil ist ausgewandert und der andere Teil ist auf die fallende Geburtenrate zurückzuführen. Für ganz entscheidend halte ich den kulturellen Einfluss des Westens. Der amerikanische Geheimdienst CIA hat sehr umfangreiche Kulturprogramme entwickelt in den 50er und 60er Jahren, um einen Einfluss auf die Ukraine zu nehmen, worauf auch weitgehend die Einstellung in der Bevölkerung, also die Russophobie und die prowestliche Einstellung, vor allem im Westen der Ukraine, zurückzuführen ist. Eine große Rolle spielten die Nichtregierungsorganisationen, NGOs, wie Soros-Stiftung, USAID, NED, also National Endowment for Democracy und viele andere. Es gibt also mehr als 2000 NGOs, die meisten von Amerika finanziert, in der Ukraine, die sich alle mit der Demokratisierung, wie das offiziell genannt wird, beschäftigen. Verbreitung der westlichen Werte. Dazu kommen die westlichen Medien, Radio Liberty, Stimme Amerikas, BBC, Deutsche Welle, dann Murdoch, der Springer-Konzern, Bertelsmann-Konzern und zusätzlich noch die einheimischen Medien-Mogule. Also Poroschenko selber, der jetzige Präsident, hat einen eigenen Fernsehsender, Kanal 5. Kolomoyski, Gouverneur von Dnipropetrovsk, hat einen Sender. Firtasch, der jetzt in Wien lebt, hat gerade einen neuen Sender gegründet. Ein Beispiel für den amerikanischen Einfluss ist ein großer internationaler Kongress, der im Mai 2014 stattgefunden hat unter der Leitung von Professor Timothy Snyder, ein berühmter amerikanischer Historiker, hat das Buch Bloodlands geschrieben, das mit Bloodland bezeichnet er das zwischen Europa, zwischen Ostsee und dem Schwarzen Meer, wo also die Ukraine auch dazu gehört, Polen, Weißrussland und einige andere. Er hat derzeit einen Lehrauftrag in Wien und er hat einen großen Kongress in
Kiew organisiert, wo viele westliche Intellektuelle teilgenommen haben, und das Ziel war, die ukrainische Intelligenz für die westlichen Werte und für den Weg in die EU zu gewinnen. Die EU hat ihrerseits große Anstrengungen unternommen. 2009 wurde die östliche Partnerschaft der EU gegründet, mit dem Ziel, die ehemaligen Sowjetrepubliken außerhalb Russlands, also vor allem Ukraine, Weißrussland und die kaukasischen Länder, für den Eintritt in die EU zu gewinnen. Der Präsident Janukowitsch, der selber ein Oligarch war und die Interessen der ostukrainischen Oligarchie vertreten hat, hat sich letzten Endes vor allem durch die Argumente seines Ministerpräsidenten Asarow überzeugen lassen, dass das Abkommen für die Ukraine eine Katastrophe wäre, vor allem wegen der hohen Kosten. Und Asarow hat dann als Hauptargument angeführt, dass die ukrainische Armee der EU unterstellt werden sollte. Und das Abkommen wurde, wie Sie wissen, nicht unterzeichnet. Inzwischen hat Poroschenko am 27. Juni 2014 das Abkommen doch unterzeichnet, allerdings ohne die Sicherheitsklauseln. Das ist ein Bild, dass die Verluste durch das Assoziierungsabkommen mit der EU zeigen sollte. Das hat noch die Janukowitsch-Regierung im Jänner 2014 veröffentlicht, das ist also von der Homepage der damaligen ukrainischen Regierung. Sie sehen also, die Verluste würden 36 Milliarden Dollar ausmachen. Positive Seiten gibt es auch, die aber doch deutlich geringer wären als die Verluste. Und der Handel mit Russland würde zurückgehen, aber auch der Handel mit der EU, weil die ukrainischen Produkte in der EU nicht ohne weiteres abgesetzt werden können. Also an den Argumenten hat sich ja bis heute nichts geändert. Gegen diese Nichtunterzeichnung des EU-Abkommens hat sich eine Volksbewegung gebildet, die durchaus auch richtige Argumente gehabt hat. Es war die Unzufriedenheit des Volkes, die ja vorhanden war. Also es ist um die ganze Entwicklung seit 1991 gegangen, und die Menschen waren zu Recht verzweifelt und wollten gegen diese Verhältnisse demonstrieren. Aber sehr bald haben sich Kräfte in diesen Aufstand am Maidan, am Unabhängigkeitsplatz in Kiew, eingemischt, die ganz andere Ziele gehabt haben, also auswärtige Kräfte, nicht nur der CIA, sondern auch andere. Es hat sich die UPA wieder gemeldet, die ukrainische aufständische Armee. Der rechte Sektor entspricht weitgehend dieser rechtsextremen Gruppierung, die im Zweiten Weltkrieg schon eine Rolle gespielt hat. Am 22. Februar besetzt dieser rechte Sektor das Parlament und das Präsidentenpalais. Janukowitsch muss flüchten. Die Werchowna Rada setzte den Präsidenten ab, obwohl sie gar nicht beschlussfähig war. Es haben nicht alle daran teilgenommen. Es konnten nicht alle in das Parlamentsgebäude hinein.
verschiedene, eine Reihe von Abgeordneten wurden daran gehindert und die Abstimmung hat nicht den demokratischen Gepflogenheiten entsprochen. Also es war ein Putsch, hinter dem vor allem das State Department gestanden ist. Sie haben wahrscheinlich das Interview von Victoria Nuland gehört, die mit ihrem Botschafter in Kiew telefoniert hat und gesagt hat, also wir müssen jetzt eine neue Regierung unter Yatsenyuk einsetzen und auf die EU können wir verzichten. Sie hat dazu auch ein obszönes Wort verwendet, das, von dem Sie wahrscheinlich gehört haben. Also die neue Regierung wurde de facto von Amerika, vor allem vom State Department, eingesetzt. Das geopolitische Ziel war die Verhinderung einer Zusammenarbeit mit Russland, die Verhinderung der Eurasischen Union, die von Russland gebildet wird, die übrigens am 1. Jänner dieses Jahres in Kraft getreten ist. Das ist ein Bild, ich weiß nicht, ob Sie das erkennen können. Also auf der linken Seite, auf dem Schild des einen Kämpfers, sieht man die drei Buchstaben UPA, also ukrainische aufständische Armee. Und das waren die aktiven Kräfte, die diesen Putsch durchgeführt haben. Arseni Yatsenyuk, der bis jetzt Ministerpräsident ist, ist ein Handlanger der USA. Das erste Dekret von ihm war das Verbot der russischen Sprache. Das hat dann der provisorische Staatspräsident Turchinov zwar nicht unterzeichnet, aber es wird de facto durchgeführt. Also die ukrainische Sprache ist in der heutigen, die russische Sprache ist in der heutigen Ukraine abgeschafft. Die Radikalen unter dem rechten Sektor haben das Komitee für Sicherheit übernommen, zu dem der Geheimdienst, die Polizei und die Armee gehört. Am 7. Juni wurde eine Präsidentenwahl durchgeführt, wo Poroschenko Präsident wurde. Und im letzten Dezember wurde die Regierung umgebildet unter Aufnahme von drei Ministern mit amerikanischer Staatsbürgerschaft, darunter die Finanzministerin, die zwar ukrainischer Abstammung ist, aber vorher in der amerikanischen Botschaft in Kiew gearbeitet hat. Dagegen hat sich im Osten und im Süden ein Widerstand geregt. Also in dem ganzen Gebiet, das vom 18. Jahrhundert an Neu-Russland genannt wurde, also mit dem ganzen Osten, mit der Krim und auch Odessa, die Region Odessa, die ausschließlich russisch ist. Dieser Aufstand wurde von der Kiewer Regierung bekämpft. Und Sie wissen, es gibt bis heute einen ungelösten Konflikt. Die Armee der Ukraine unter der Leitung Kiews, der Kiewer Regierung, führt einen Krieg praktisch gegen das eigene Volk. Am 11. Mai 2014 wurde eine Volksabstimmung in den Gebieten Donetsk und Lugansk durchgeführt, die auch zu 89% für die Unabhängigkeit ausgegangen ist. Die Ziele dieser beiden Volksrepubliken, wie sie sich nennen, sind deutlich andere als die der Ukraine. Also nicht nur die Unabhängigkeit, sondern sie wollen eine soziale Volksrepublik aufbauen, wie sie das nennen.
eine Selbstverwaltung des Volkes durch direkte Vertretung, was also etwas schweizerisch klingt, eine Kontrolle der strategischen Zweige der Wirtschaft, also nur eine eingeschränkte Privatisierung. Wichtig finde ich auch ein Bekenntnis zur Orthodoxie, also die christliche Religion soll vom Staat gefördert werden und einen föderativen Staat, also wenn die beiden Republiken nicht die volle Unabhängigkeit bekommen, dann wollen sie innerhalb der Ukraine, innerhalb eines föderalen Staates der Ukraine leben. Das ist ein Plakat der Donetsker Volksrepublik. Auf dem Plakat steht Republik der Volksökonomie ohne Korruption und Oligarchie. Im Rahmen dieses Kampfes der Kiewer Regierung gegen die Volksrepubliken kam es, wie Sie wissen, zum Absturz eines malaysischen Flugzeugs am 17. Juli. Es wurde sofort Russland oder die pro-russischen Separatisten dafür beschuldigt. In Wirklichkeit kann man heute durch die Auswertung der Überreste des Flugzeugs in Holland und auch durch andere Hinweise mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass das Flugzeug von einem Jagdflugzeug abgeschossen wurde. Es gibt auch Aufnahmen der amerikanischen Satelliten, der hat die Boeing, aber auch dieses Jagdflugzeug fotografiert, und dieses Jagdflugzeug haben die Separatisten nicht besessen, sie haben überhaupt keine Luftwaffe. Das heißt, es kann praktisch nur ein ukrainisches Jagdflugzeug gewesen sein. Wir haben auch die Aussage des Piloten dieses Jagdflugzeugs, ist auf seinen Stützpunkt zurückgekommen, war völlig verstört und hat dann seinen Kollegen erklärt, wir haben das falsche Flugzeug abgeschossen. Die Frage ist natürlich, welches Flugzeug war wirklich gemeint? Dafür gibt es keinen Beweis, aber es war zur selben Zeit das Flugzeug des russischen Präsidenten Putin im Luftraum, hat aber einen Weg weiter nördlich gewählt, und man könnte auf die Idee kommen, dass er eigentlich gemeint war. Die USA und die EU haben dann Sanktionen beschlossen, schon ab März, und dann in Etappen immer wieder diese Sanktionen verschärft. Russland wurde als Mitglied der G8 suspendiert, der Ölpreis wurde gesenkt aus politischen Gründen, um Russland zu treffen. Die Erdgasleitung Südstrom, South Stream, wurde gestoppt, also um das russische Erdgas über den Balkan bis nach Österreich zu bringen, indem man die bulgarische Regierung gezwungen hat, dieses Projekt einzustellen. Aber es gibt auch Sanktionen, es gibt auch Widerstand gegen diese Sanktionen in Österreich. Also die österreichische Regierung ist praktisch gegen die Sanktionen, nur sagt sie das in Brüssel nicht, sondern nur im Inland. Die österreichische Wirtschaftskammer ist dagegen und das Volk ist dagegen. Auch andere Länder. Andere Länder wie Ungarn, Tschechien, Slowakei, Griechenland seit neuestem
sind gegen die Sanktionen. Und bei meinem letzten Besuch in Moskau erst unlängst war ich am Institut für die USA und Kanada, und die haben mir gesagt, die EU, also die europäischen Länder, sind eigentlich gegen die Sanktionen und wollen eine Zusammenarbeit mit Russland. Trotzdem wird der Krieg wohl weitergehen, weil die USA diese Zusammenarbeit nicht wollen. Der Einfluss der Aufständischen hat sich in letzter Zeit etwas erweitert. Der Flugplatz von Donetsk und der Kessel von Debaltsevo wurde eingenommen. Die Lage in der Ukraine wird immer dramatischer. Der Staat steht vor dem Staatsbankrott. Nach der Zeitung The Economist, der britischen Zeitung, beträgt der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts bis 2014 inzwischen 50%. Das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner beträgt 5.900 Euro. In der EU ist es im Durchschnitt 25.000. Das Wirtschaftswachstum ist 2014 um 7,5% zurückgegangen. Die Währung hat 40% ihres Werts verloren. Inflation ist 30%, Energiekosten plus 40%, und der Durchschnittslohn beträgt etwa 100 Euro. Also ich glaube, das sind genug Angaben, um sich vorstellen, wie dramatisch die Situation in der Ukraine in Wirklichkeit ist. Die Währungsreserven sind 2011 bis 2014 von 36,9 auf 11,3 Milliarden Dollar gesunken. Das heißt, dass der Staat selber sicher nicht mehr die Möglichkeit hat, seinen Aufgaben nachzukommen und dazu noch Krieg zu führen. Zu diesem Zweck wurde auch das Abkommen von Minsk geschlossen. Also es hat zwei Abkommen gegeben, wie Sie wissen, zwischen Russland, der Ukraine und der EU und den Aufständischen. Es ist zwar im Prinzip ein gutes Abkommen, ein ausgewogenes Abkommen mit Truppenentflechtung, Gefangenenaustausch, aber es ist ein Waffenstillstand, es ist kein Friedensvertrag, nichts ist gelöst, und der Hauptpunkt ist der, dass die USA dieses Abkommen nicht mittragen. Also die Europäer unterstützen das, haben das auch unterschrieben, also Merkel und Hollande, aber die USA haben es nicht unterschrieben und denken nicht daran, es zu unterschreiben. Die USA führen, ich muss das hier so offen sagen, einen kalten Krieg gegen Russland. Also die Ukraine ist auch nur das Vorfeld, das eigentliche Ziel ist Russland. Der NATO-Gipfel in Wales im September hat einen Ausbau der Infrastruktur der NATO beschlossen. Am 4. Dezember wurde vom Kongress praktisch Russland der Krieg erklärt. Die USA bilden ukrainische Soldaten aus, haben bereits 600 Fallschirmjäger geschickt. Es gibt 500 amerikanische Söldner von Academy, früher Blackwater, in der Ukraine. Es werden die Nachbarländer aufgerüstet, vor allem Polen und die baltischen Länder. 750 Panzer werden in die baltischen Länder geliefert, und die Kampfflugzeuge F-16 sollen mit Atombomben ausgerüstet werden. Die NATO hat sich seit
1990 nach Osten ausgedehnt, obwohl ursprünglich in Malta im Dezember 1989 ausgemacht war, dass sich die NATO nicht erweitern wird. Dagegen erhebt sich allerdings der Widerstand Russlands. Russland hat inzwischen die Eurasische Union gegründet, an der bis jetzt außer Russland, Weißrussland, Kasachstan und auch Armenien teilnehmen. Aber der Beitritt weiterer Länder ist geplant. Russland hat eine neue Militärdoktrin formuliert im Dezember, in der die NATO als Bedrohung für Russland bezeichnet wird zum ersten Mal. Es wird ein Bündnis mit China und den BRICS-Staaten gegründet und eine Reihe von bedeutenden westlichen Agenturen, die sich in Moskau aufgehalten haben, wie Soros oder auch der British Council, wurden geschlossen mit der Begründung, dass sie vom Ausland finanziert werden. Und was ich für sehr wichtig halte, ist eine Wiedergeburt der russischen Kultur, auch der christlichen Kultur, ein Bündnis zwischen Staat und der orthodoxen Kirche, was meiner Meinung nach, auch meinem persönlichen Eindruck, wenn man nach Moskau kommt, zu Hoffnungen Anlass gibt. Also zum Beispiel sind die Kirchen voll, und zwar in erster Linie mit jungen Leuten. Also das ist sicherlich ein Faktum, das zu Hoffnungen Anlass gibt. Und ich glaube deshalb, zumindest von einem österreichischen Standpunkt aus, stellt sich das so dar, dass Österreich ist noch immer ein neutraler Staat, und viele in unserem Land, in meinem Land, sagen heute, dass wir jetzt lange genug nach Westen geblickt haben und dass wir vom Westen nichts mehr zu erwarten haben und dass es eine Zeit dass die Zeit gekommen ist, dass wir mit dieser einseitigen Orientierung auf den Westen, auf die EU, auf die NATO Schluss machen und dass wir jetzt versuchen, uns dass wir ein Bündnis mit dem neuen Russland herstellen. Russland. Gut. So viel für heute. Ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit.